Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute habe ich einen Gast hier, den wir schon lange mal einladen wollten. Es ist eine wunderbare Frau. Sie kommt auch in unseren beiden Dokumentarfilmen vor. Sie ist Medium, spirituelle Beraterin, hat ein unglaublich großes Wissen und ein sehr annehmendes Wesen, um es mal so zu sagen. Es ist die wunderbare Jana Haas. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Thomas. Schön, nach 10 Jahren Freundschaft bei dir zu sein. Fürwahr. Hier in deinem Schloss. In unserem Schloss, genau. Aber ich sage nur, alles zu seiner Zeit. Und das Ganze erleben Sie natürlich bei Mystica TV. Ja, willkommen und hallo nochmal, liebe Jana. Ich freue mich sehr. Ja. Grüß dich. In der Tat, wir haben immer wieder gesagt, ja, jetzt machen wir mal das Interview. Und ja, jetzt hat sich der richtige Zeitpunkt gefunden. Und ich finde es absolut beeindruckend, wie lange du auf dem Weg schon bist und wie glaubwürdig du bist und wie du immer wieder neue Themen findest, die den Menschen ganz konkret auf ihrem Weg weiterhelfen. Du bist aber eben auch Medium und das ist eigentlich etwas, was viele Menschen mit sehr weit weg verbinden, Kontakt zu Engeln, zu anderen Ebenen. Und ich glaube, so gut kenne ich dich schon, war es auch für dich ein Entwicklungsprozess, diese beiden Welten in deinem Leben erstmal zu verbinden und ganz hier Mensch zu sein, trotz deiner Hellsichtigkeit. Und deswegen meine erste Frage an dich, die oft gestellt wird in so Interviews, wie ging das alles los? Warst du schon als Kind hellsichtig? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Ja. Gerade bin ich sehr inspiriert, mein 14. Buch zu schreiben, nämlich meine Biografie. Oh, wow. Ah. Und ich hoffe, es ist zwar meine erste Biografie mit 40 Jahren, ich hoffe doch nicht meine letzte. Und da schwinge ich gerade auch sehr viel mit solchen Fragen mit, wie hat alles begonnen, was alles hat sich gefügt und wohin soll die Reise hingehen? Was ist eben der Sinn meines Wirkens? Der Sinn meines Wirkens ist es, das geistige Wissen, himmlisches Wissen zu vermitteln, dass der Mensch sich darüber im Klaren ist, was ihn in mentaler Stärke ausmacht, seine Klugheit, seine Kompetenz, seine Klarheit, dass er sich versteht, sich spürt und damit die Liebe zu sich empfindet und auch kultiviert. Denn aus dieser Beziehung zu sich selbst gestaltet sich ja auch unsere Beziehung in die Welt. Und aus diesem liebevollen geistigen inneren Haltung werden ja auch unsere Entscheidungen beeinflusst und unsere Handlungen und damit auch natürlich auch der Fußabdruck, welchen wir individuell in dieser Welt hinterlassen. Und damit steht für mich der Mensch im Vordergrund. Und die geistigen Welten unterstützen ihn durch seine liebevolle Gedanken, Gefühle und Handlungen, ganz besonders in diesem Selbsterkenntnisprozess. Warum? So hat es nämlich auch bei mir begonnen, dass ich erst einmal mich als Mensch begreifen musste, mich anzunehmen musste und zu lieben lernen und damit meine Heilung finden können. Durch diesen Heilungsweg Cosmogetic Healing begleite ich heute viele, viele Menschen jedes Jahr. Und erst wenn wir uns gut in uns stabilisieren, können wir auch das himmlische Wissen erfolgreich im Leben auch anwenden. Mhm. Weißt du, ich bin ja in der ehemaligen UdSSR geboren, in Kasachstan, in einem asiatischen Land, in einem muslimischen Land. Mein Vater ist russischer Abstammung, meine Mutter wolgadeutscher Abstammung. Und damit habe ich so eine pure Vielfalt mitbekommen. Gleichzeitig lebten wir zwar hier mit christlichen Wurzeln und hier auch mit muslimischen Einflüssen und es war sehr faszinierend in Kasachstan, doch es war damals jegliche Religion und Spiritualität verboten, nur kommunistischer Gedanke zählte
Und gleich damit habe ich einerseits die Vielfalt mitbekommen, was die Menschen in ihrer Spiritualität im Stillen gelebt haben. So ganz unverfälscht von irgendwelchen dogmatischen Autoritäten wie in der Religion, sondern pur aus ihrer Seele heraus. Und gleichzeitig hatte ich aber auch keine Perspektive, diese Sensibilität im Außen zu leben. Denn es war ja die Welt von Atheismus, Materialismus. Auch wenn dieser materialistische Gedanke, atheistische, unsere Welt auch hier im Westen formt, so haben wir alle Gefühle und sehnen uns auch nach dem Ankommen in sich, in Sinnhaftigkeit, in bedingungsloser Liebe. Und immer wenn ich Sinnfragen gestellt habe, drehte sich alles darum, wie kannst du als Mensch stark sein? Wie kann der Mensch in seine Mitte kommen? Ah, das heißt, diese philosophischen Fragen nach dem Menschsein, nach dem Sinn, haben dich als Kind auch schon interessiert? Ja, weil ich durch persönliche spirituelle Erfahrungen schon immer gewusst habe, dass es viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde als der ein rationale Gedanke. Nämlich, meine Mutter hat schon mir davon berichtet, dass ich als Neugeborene im ersten Lebensjahr mehrere Herzstillstände hatte. Und es gab tatsächlich auch Situationen, wo ich als Baby schon blau angelaufen war und die Ärzte sagten, wir können nichts machen. Und dann hat sie mich mit ihren ja unglaublich auch heilerischen Fähigkeiten zu ihrer Brust genommen und plötzlich konnte ich atmen und zurückkehren. An diese Erfahrungen kann ich mich bewusst nicht erinnern, aber das hat mich natürlich schon mal sensibilisiert fürs Leben und für den Tod. Und ich erinnere mich jedoch an eine bewusste Nahtoderfahrung, als ich mit 6 Jahren in Kasachstan im See Irtysh ertrunken bin. Ich konnte nicht schwimmen und bin zu weit hinausgegangen. Die Welle hat mich runtergezogen und ich war erstarrt. Es war alles kalt und plötzlich konnte ich atmen, aber es war meine Seele, die atmen konnte. Ich konnte um mich herum mich umschauen und es war so eine paradiesische Welt. Warmes Wasser, blaues Wasser, bunte Fische. Und dann erblickte ich einen Lichtstrahl vor mir, der nach oben führte. Und es war so ein Gefühl von in diesem göttlichen Klang zu Hause ankommen zu können. Und ich plötzlich konnte ich schwimmen, dahin schwimmen. Es zog mich hinein und ich wollte noch in mir in die Wärme hinein. Und dann hat sich jedoch mein Schutzengel vor mir gestellt und ich spürte, es ist noch nicht so weit. Ich habe mich jedoch gewehrt, ich wollte nicht in die Kälte zurück, sondern in diese absolute Einheit der bedingungslosen Liebe ins Licht. Und dann sah ich einen Film vor meinem inneren Auge ablaufen. Ich kann mich an die einzelnen Stationen nicht mehr erinnern, aber es war sinngebend so, du hast noch einiges zu erledigen. Bis es an der Zeit gekommen ist. Also ein Film, der auch die Zukunft dir ein bisschen projiziert hat. Genau, es war mein Seelenplan, der die Zukunft projizierte, nämlich die einzelnen Stationen, für die meine Seele sich vorgenommen hat. Und das war für mich dann so, als ob ich mich daran erinnerte, wie wichtig diese Inkarnation war, dass es Sinn macht, hier auf Erden zu sein. Und diese Bedeutungshoheit plötzlich hat mich innehalten lassen und dann erlebte ich einen Druck, als ob meine Seele in den Körper reingeschoben wird und spürte den harten Kieselboden unter meinem Körper und spürte nur, jetzt krabble, jetzt bewege dich. Und in all diesem, in diesem kalten Körper konnte ich mich dann hochbewegen, hochkrabbeln, kam ans Ufer, habe erst mal alles an Wasser ausgespuckt und saß zitternd eine ganze Weile da am Ufer, um das Ganze zu verdauen, nicht nur diese Erfahrung plötzlich zu ersticken, nicht atmen zu können, die schockiert, aber sondern vor allem, dass es diese Erfahrung, dieses tiefe Wissen, du bist wichtig in dieser Welt, für deine Lebensaufgabe, für deinen Auftrag.
Und es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man das denkt, was man betrachtet. Und die höhere Kraft begleitet dich und du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hände, sozusagen. Und damit bist du immer beschützt, ganz gleich, was passiert. Das hat mir so viel Mut für das Leben gegeben und schlussendlich dazu geführt, dass ich das bis dahin vorhandene Wissen und die Meinung der Menschen, sofern sie mich eingeschränkt hat, in meinem Gedankenfreiheit hinterfragt habe und in diesem liebevollen Querdenken das Bestehende hinterfragen, die Welt mit einem größeren Weitblick betrachtet habe im Vergleich dazu, wie die meisten die Welt nur durch ein Schlüsselloch der eigenen Meinung betrachten und damit natürlich sich einschränken und andere, indem ich mich immer mehr in meiner Eigenverantwortung gespürt habe und damit eben natürlich auch Eigenverantwortung übernommen habe, weil ich war mir über meine Schöpferkraft bewusst. Ich habe sie ja gesehen. In so jungen Jahren finde ich das total beeindruckend, dass das so früh schon geschah. Es gibt ja viele Menschen, die haben eine Nahtoderfahrung. Das ist, ich empfinde es oft wie eine moderne Initiation in die Spiritualität. Kommt vor. Kommt vor. Und das ist großartig. Angeblich mehr Millionen Menschen in Deutschland. Ja. Man muss sich das mal vorstellen. Ich selber habe keine Nahtoderfahrung gehabt, aber etwas Ähnliches. So ein leichtes spirituelles Erwachen. Ich war total im Licht, in der Liebe und ich wusste auch, es ist alles gut, aber ich habe hier noch was zu tun. Also die Parallele kenne ich total. So eine Urerinnerung. Ich musste allerdings erst 24 Jahre alt werden und musste mich sehr weit vom Weg entfernt haben. Wahrscheinlich hat die geistige Welt gesagt, okay, jetzt muss er nochmal einen kleinen Alter. Hinweis. Ja, im Grunde. Ja. Aber faszinierend, ja. Und dann hatte ich sozusagen dieses tiefe Wissen, dieses Vertrauen hatte ich dann nie mehr verlassen wahrscheinlich. Und du wusstest aber, okay, da steht dir jetzt einiges bevor. Ja, das hat dazu geführt, ich bin mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen und und die spirituellen Erfahrungen, sie haben mich weiter begleitet. Diese in Form von Visionen, von Eingebungen. Und die waren nicht zu kontrollieren. Zum Beispiel, ich wandere in der Natur und plötzlich an einer Stelle im Wald ist es so, als ob der Himmel sich öffnet und ich ein Bild, eine Erkenntnis bekomme, die mir wiederum Kraft gibt für den nächsten Schritt im Leben. Oder ich erhalte Nachtträume, die plötzlich in mir etwas auslösen, eine Kraft, die mir hilft, an mich zu glauben und zum Beispiel die eine oder andere Prüfung zu überstehen, Entscheidung zu treffen. Oder die plötzlich in der Klasse zu sein und hatte ich schwer, mich auf den Unterricht zu konzentrieren, weil ich betrachte die Lehrerin an der Tafel, aber bin abgelenkt davon, dass ich an ihrer Seite die Seelen von verstorbenen Menschen sehe, die suchen und suchend mich anschauen, wohin? Wohin geht es? Denn im Jenseits gibt es ja keine Straßennamen und Schilder. Und da war ich immer so in diesen Parallelwelten und musste wiederum erst Mitte 20 lernen, damit wirklich mit dem Talent wirklich bewusst umzugehen und diese Visionen auch steuern, dass sie mich nicht immer so übermannen, obwohl sie keine Belastung in dem Sinne waren, aber es war einfach immer eine Umstellung. Ja, wo bin ich jetzt? Wie gehe ich damit um? In welchem Film bin ich gerade? Was erzähle ich, was erzähle ich nicht? Genau. Da wollte ich nochmal nachfragen. Ja. Also dir speziell diese Situation in der Schule, wo du ja sozusagen noch nicht gelernt hast, damit umzugehen. Die Verstorbenen melden sich. Hast du dann manchmal versucht, im Geistigen mit ihnen schon zu kommunizieren und zu sagen, geht ins Licht? Oder warst du noch gar nicht so weit und hast dich nur gefragt, wie gehe ich damit um? Genau. Als Kind und Jugendliche war es für mich insofern, ich habe mich nur als Beobachter verstanden, weil ich betrachtete das Bild, ich wurde von innen nicht angesprochen und damit sah ich keine Aufgabe, ich habe mich nur gefragt, was soll das? Und
ein guter Beobachter zu sein, musste ich früh lernen. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, denn erst dann kommst du der Wahrheit näher. Mhm. Und dieser Weg hat sich weiter erst entwickelt, als ich nach der Schulausbildung eben mit 24, mhm. ja, da war ich 24, okay. ja. Tatsächlich durch himmlische Fügung, durch diese sinnvolle Zufälle, mhm. die ja wiederum den lichtvollen Seelenplan widerspiegeln, mhm. an den Bodensee gekommen bin, vom Nordrhein-Westfalen an den Bodensee gezogen bin, um eigentlich in einer Naturheilpraxis Heilpraktikerin zu werden, weil der Mensch und die philosophischen Fragen, sowie auch das ganzheitliche Denken, was die Naturheilkunde widerspiegelt, haben mich so fasziniert. Und meine eigene Gesundheit hat mich auch immer wieder auf solche Fragen zurückgeworfen. Und ich bin dann an den Bodensee gekommen. Und weil vorher durch meine Fokussierung auf den Menschen, sprich, was macht denn aus? Denn das ist doch merkwürdig, der Mensch macht sich zu Lebzeiten Sorgen und die gleichen Sorgen habe ich bei den Seelen von verstorbenen Menschen gesehen, wie damals im Klassenzimmer. Der Mensch war eins zu eins der gleiche, mit den gleichen Gedanken, den gleichen Sorgen, mit dem gleichen Home-Video. Er war nur nicht stofflich. Mhm. Und unser Körper ist ja auch nur maximale Verdichtung der Energie. Und für mich war das klar, wenn oben gleich unten ist, müssen wir hier etwas begreifen und lernen. Mhm. Und ich wollte den Menschen erkunden. Durch meine Fokussierung auf den Menschen habe ich dann schon als Teenager die Aura der Menschen gesehen, indem ich zum Beispiel neben der Lehrerin die Seele eines Verstorbenen gesehen habe, war mein Blick dann so ruhig, so fokussiert, dass ich dann das Energiefeld der Lehrerin betrachten konnte. Nur ich konnte das damals nicht als Aura bezeichnen, weil in meiner Ursprungsfamilie gab es solche Begriffe nicht. Die kamen erst alle dann als in der Zeit der Naturheilpraxis, wo die Patienten zu mir kamen mit Fragen und die haben mich inspiriert, dann weiter zu forschen. Und in der Naturheilpraxis dann zum Beispiel, ich war an der Sprechstundenhilfe, stand am Empfang, um mich einzuarbeiten. Und es war für mich immer faszinierend, der Mensch kommt mit einem, möchte sich anmelden. Und ich sehe, der ist erleuchtet. Und ich dachte, alle sehen das. Und zum Beispiel eine Erfahrung war, da kam eine Patientin, um sich anzumelden zum Termin. Und sie redete auf mich ein und das war mir schon zu viel. Ich fühlte mich so zugetextet und es war grenzüberschreitend. Und während sie so freundlich mich anlächelte, aber ihre Fragen zu persönlich schon wurden, zu intim, beobachtete ich, dass ihre Aura so schmierig rot ist. Und diese Schmierige hat sich so ungut angefühlt wie Unehrlichkeit. Ah, ja. Und da wurde ich dann, oh, Achtung, nimm dich mal zurück, ja. öffne dich da nicht zu sehr. Nach dem Motto, alles kann gegen dich verwendet werden. Und ich war von diesem Bild, ich spürte intuitiv Achtung, ich konnte es nur nicht ganz so intellektuell argumentieren. Und ich habe einfach beobachtet, alles beobachtet, was sich mir zeigte, ohne vorher das herbeirufen zu wollen. Nach dem Motto, die Geister, die ich rief, lasse ich nicht los. Ich war immer vorsichtig. Und dann, im nächsten Atemzug, kam ein anderer Patient in die Praxis hinein und sie drehte sich zu ihm um, lächelte ihn an, umarmte ihn überschwinglich, übertrieben, aber ihr Energiefeld wurde pechschwarz. Ich verstand die Welt nicht mehr. Habe das meinen Heilpraktiker-Kollegen erzählt und dann meinten sie, ja, ja, das ist ihr noch Ehemann, die sind gerade in Scheidung. Oh Gott. Dann dachte ich, oh, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Und plötzlich merkte ich, das wahrzunehmen schützt mich. Also sehr spannend. Es macht Sinn. Du lerntest durch diese vielen Begegnungen nach und nach das zu deuten. Sehe ich es richtig, dass so eines der Geheimnisse zu sein scheint, dass du lernen musstest,
immer mehr auch in dir zu ruhen, völlig neutral und klar den Beobachter zu geben. Also ohne Urteilen, ohne Gefühle, ohne irgendetwas. Das können wir alle lernen. Ist das ein meditativer Zustand oder wie würdest du das beschreiben? Das ist der Hauptzustand. Mhm. Und für mich ist das, für die meisten Menschen ist es ein meditativer Zustand und für mich ist es ein Dauerzustand. Okay, den habe ich auch zu halten und dann bin ich natürlich auch voller Gleichmut, Ebenwürdigkeit, Klarheit und Wissend. Mhm. Und als ich von diesen Beobachtungen meinen Heilpraktikerkollegen erzählt habe und ihnen auch, und sie merkten, ich kann an der Nase des Patienten ablesen, was mit ihm los ist, haben sie zu mir gemeint, das ist nicht normal. Mhm. Woher weißt du das? Und sie waren sehr offen mir gegenüber. Sie haben schon, Bodensee ist halt auch besonders offen, ja, das Herz ist auch Europas, eine tolle Energie, genau, ist wunderbar, für solche Themen. Also ich fühlte mich da nicht ausgebuht oder ausgeschlossen, sondern eher inspiriert, ob ich in der Natur war oder unter Menschen, ganz gleich, welcher spiritistischen Richtung sie nachgehen. Und dann habe ich nachgeguckt, ja, woher weiß ich das? Und dann, wenn ein Mensch mir Frage stellte, war die Erkenntnis sofort da. Ich bin dann dem Gefühl gefolgt und dann meinem ruhigen Blick und sah die Lichtgestalt an seiner Seite. Ich guckte genauer hin und erkannte, das ist Engelgestalt, so durchscheinend mit Lichtflügeln, mit Gestik, so wie das in unserer Kultur dargestellt wird. Und so habe ich dann die Kommunikation auch mit den Engeln immer mehr begonnen zu kultivieren, zu lernen, geistige Sprache zu beherrschen, weil geistige Sprache ist keine physische Sprache, irdische Sprache. Und das Interessante war da, meine persönliche erste Frage an die Engel war, bitte hilft mir, die Welt zu verstehen. Wie kann ich die Welt verstehen? Mhm. Und dann bekam ich eine Vision in der Nacht. Ich erlebte mich in einer Astralität und überall um mich und vor mir sah ich einen großen Engel und sein Lichtstrahl hüllte mich ein und ich lief beschützt hinter ihm her. Wir flogen, wir schwingten. Es war meine Seele, die in diese Astralreise mit ihm gegangen ist. Das war eine Art Einweihung. Und um mich herum plötzlich sah ich mich um und ich sah überall hilfesuchende Menschen. Es waren Szenen von kriegerischen Schlachten, Szenen von Verleugnung und so weiter. Und diese Menschen, sie schauten nicht zum Engel hin, obwohl er sie mit seinem Lichtflügel streifte, vorüberging. Mhm. Keiner guckte hin, das heißt, keiner resonierte auf das Gute. Konnten ihn nicht wahrnehmen. Sie resonierten nicht auf das Lichtvolle, weil du begreifst ja immer den Geist, welchem du gleichst, wissen wir von Goethe. Und ich rief zu dem Engel, rette sie doch. Und er schaute mich an, sein Blick war so voller Gleichmut, so voller Engelgeduld und Akzeptanz, frei von Bewertung. Mhm. Und ich spürte, auch wenn mein Kopf sagte, du musst was tun, so sind wir ja erzogen, beständiger Bewertung, es ist gut, wir brauchen nichts tun, es ist schlecht, wir müssen was tun. Und ich spürte, sein Blick war so wahrhaftig, er hat recht, es ist deine Stimmigkeit. Und dann, wir schwingten weiter und plötzlich sah ich, wie ein Mensch am Boden lag, sein Haupt hochhebte und die Hand dem Engel ausbreitete. Mhm. Mhm. Und dieser Engel schaute ihn an und der völlig voller Gleichmut, nicht sagend wie, oh toll, du hast mich erkannt, voller Gleichmut, in bedingungslose Liebe, ob du mich erkannt hast oder nicht, ich bin da, hat sein Lichtflügel ihn einfach gestreichelt und seine Seele ging ins Licht. Wow, schön.
Und damit sage ich, keine Seele ist jemals verloren, ja. Nur wir müssen bereit sein. Wir müssen bereit sein, genau. Müssen vertrauen. Und du wirst nicht glauben. Ja. Ja. Ich bin aufgewacht, das war für mich so emotional. Ich war schweißgebadet wie sonst nie. Mhm. Und ich habe mich hingesetzt, musste erstmal mich beruhigen. Und dann kam die Erkenntnis in mir hoch, weil ich bin ja mit der Frage eingeschlafen, liebe lichtvolle geistige Welt, bitte hilft mir, die Welt zu verstehen. Mhm. Und dann kam die Erkenntnis in mir hoch, urteile niemals, sondern sei du ein Leuchtturm in dieser Welt und folge der Liebe. Mhm. Und in Liebe weiß ich, wer liebt, lässt los, weiß ich, wenn zum Beispiel eine Freundin, die ich gern habe, die ich liebe, meinen Rat nicht annimmt und jetzt auf den 10. Mann reinfällt, der sich 10. Mal verletzt, dann weiß ich, sie zu segnen, loszulassen und zu wissen, es ist ihre Entscheidung. Und wenn diese Freundin zu mir kommt und einen Impuls möchte, so weiß ich auch, ohne sie zu bewerten, nach klug oder nicht klug, den Impuls der Liebe zu geben und auch loszulassen, weil ich musste wirklich lernen, erstmal voller Gleichmut zu sein und weder den Menschen noch die Welt, aber auch mich selber, weder nach gut oder böse zu beurteilen, sondern nach frei sein. Der Mensch ist weder gut noch böse, sondern frei. Er ist auch wie er ist, ja. Und so kann ich heute im Laufe des Jahres vielen tausenden Menschen begegnen bei meinen bei meiner spirituellen Berufung. Und das ist für mich nicht belastend, sondern in diese Engelsgeduld, meine Freude, mein Glück, meine Gesundheit, meine Kraft, Wertschätzung dem Leben gegenüber, Dankbarkeit und auch Vertrauen in jeden Einzelnen ausstrahlen und einfach ich selbst sein. Mhm. Und das macht mir das Leben natürlich unglaublich leicht, dass ich dann weiß, aus diesem inneren Ruhe heraus und Sicherheit und mich traue, dort Ja zu sagen, wo es angebracht ist und dort auch Nein aus Liebe zu sagen, wo es nicht angebracht ist. Und das, diese Entscheidungsfähigkeit macht mich natürlich dann auch zu einem starken Menschen, nicht zu einem stark verbitterten Nein, 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 sondern zu einem starken Menschen im Sinne von bewussten Menschen. Ich nehme ganz deutlich wahr, was ist für mich stimmig, was ich möchte und was nicht zu mir gehört. Schön. Und damit ist das Leben dann natürlich leichter. Also, du wirkst ja auch wie ein Engel, muss man einfach mal sagen, so strahlend schön. Aber unter uns, du bist auch Mensch. Gab es denn... Ja, schon so gell? Fleisch und Blut, alles also da. Verletzlich, ja. Nee, und gab es schon natürlich wahrscheinlich auch... Ich bin auch eine Mutter. Ja, du bist Mutter. Ehefrau und gab es auch in deinem Leben vielleicht Themen, wo du sagst, wow, da musste ich ganz schön dran arbeiten und die irgendwie annehmen, transformieren? Unzählige. Ja. Unzählige. Wie bei uns allen halt. Unzählige. Unzählige. Und immer, wenn ich mich frage, warum ich daran reifen musste, an Schicksalen, an eben bestimmten Erfahrungen und auch Todesereignissen etc., dann weiß ich, ich musste daran deshalb reifen, nicht nur, um in meiner Berufung den Menschen in seiner Not zu verstehen, sondern um auch mich selbst als Mensch auch annehmen zu können. Und vor allem darum, um auch in meinem Menschsein mein grenzenloses Potenzial zu begreifen. Mhm. Weil ohne Erfahrung, ohne etwas überwunden zu haben, kannst du ja dein Potenzial kaum kennenlernen. Nun, du und ich sind ja alle in so einer Art altem Zeitalter geboren, wo wir erst einmal auch mal gegen die Wand laufen müssen, um zu verstehen, da ist doch keine Tür. Mhm. Ja. Ich muss dann einfach nicht daran denken, was will ich, was ist mein Plan, sondern was da soll sein? Richtig, was tut mir gut? Was will das Leben? Was fühlt sich leicht an? Was fühlt sich gut an? Wo
ruft mein Herz, auch wenn es manchmal dann schwierige Dinge Seele? Sind. Aber ja. wenn ich merke, da will es hin, dann den Mut zu haben, den Weg wirklich zu gehen. Und ich denke, dass dass das eben dazugehört. Eine Generation nach der anderen ja. hat die Aufgabe, noch mehr lieben zu können. Wir mhm. haben noch schon mal weniger blaue Flecken abgekriegt als die Generation ja, unserer eindeutig. Eltern ja. und geschweige Generation ihrer Eltern. Ja. Und ich denke, dass die Generation meiner Tochter noch mal weniger blaue Flecken abkriegen sollte und wird. Auch wenn die neue Zeit neue Probleme mit sich bringt mhm. und neue Lösungen mhm. auch erfordert. Aber ich denke, dass man heute nicht mehr ausschließlich durch Leid reifen muss. Ich sondern man kann auch glaube auch, ja, dass wir diese harten Phasen hoffentlich ja, hinter uns haben, genau. wenngleich manche Menschen, je nachdem, wie man die Welt sieht, sieht man natürlich auch, es gibt Menschen, die sind überzeugt, es kommt ein dritter Weltkrieg und es bricht alles zusammen. Und andere sind überzeugt, wir steigen alle in die fünfte Dimension auf. Wahrscheinlich ist irgendwo oder die Mitte. Oder wir bleiben eher Menschen. Wir bleiben einfach nur hier und gucken, wie es weitergeht. Und gucken, dass wir gute Menschen sind, ja, indem ja, ja. wir Gutes tun. Und die höchste Kunst in der Spiritualität ist es doch, sich selbst anzunehmen und nicht abgespaced ja. zu werden, ja, ja, ja. abzufliegen oder Pessimist und Verschwörungstheoretiker, mhm. sondern das Heilige hat ja immer mit der Hilfsbereitschaft zu tun, Gutes zu tun, wie zum Beispiel jede Mutter, jeder Vater, der für sein Kind sorgt, mhm. tut Heiligendienst. Mhm. Richtig. Und genau so sollten wir uns umeinander kümmern, ja. aufeinander zugehen, gute Gedanken in die Welt ausstrahlen. Über morphisches Feld sind wir dann mit allen guten Gedanken aller Menschen der Welt verbunden und fördern auch damit mhm. auch den Weltfrieden. Mhm. Die höchste Kunst ist es, ein guter Mensch zu sein, nicht an irgendetwas Pessimistisches oder Übertriebenes, Abgehobenes zu glauben. Oder siehst du das anders? Finde ich absolut genauso. Und in der Tat ist immer so diese bescheidene Demut, dass man sagt, was kann ich wirklich wissen, wie die Welt sich weiterentwickelt? Ich weiß so wenig. Aber ich kann mich selbst besser erfahren und spüren, was meine Wahrheit, meine Mitte ist. Und in der Tat, wenn liebevolle Menschen miteinander sind, was gibt es Schöneres? Ja, also ja. das Soziale ist ja das Heilige. Ja, absolut. Also ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns keinen Pessimismus gerade in der heutigen Zeit leisten können. Die Welt braucht kluge, ja. weise, optimistische Menschen. Und wenn Menschen mit ihrem Schwermut halbgeistige Parolen von sich geben mhm. und zum Beispiel auch über Nachrichten meckern, dann denke ich mir, wenn ich jetzt über Nachrichten meckern würde, würde meine Energie doch, die Meckerenergie, dahin gehen, in das ja. Negative. Ja, ja, genau. Aber das kann ich mir doch gar nicht leisten, wenn ich doch Liebe im Herzen spüre. Ja. Dann hört auf, über negative Nachrichten zu meckern, sondern schreibt selber gute Nachrichten, mhm. indem ihr euch in der Familie engagiert, indem ihr euch in der Gemeinde engagiert, in der zwischenmenschlichen Kommunikation mhm. engagiert. Ich engagiere mich unter anderem auch für die Menschenrechte in Russland, mhm. für geistig behinderte Kinder, indem ich ein Dorf gegründet habe dafür, mhm, für schon. Perspektiven. Ja. Und also mir, meine Mentalität war das nie nah, so zu sitzen und nur zu meckern. Nein, damit belastest du nur ja. die Welt und auch deine Kinder. Unsere Kinder brauchen zuverlässige, starke Eltern. Sondern sich aufzurichten und sich bewusst zu machen, und das ist ja auch erwachendes Bewusstsein, wir leben heute in der spannendsten Zeit überhaupt, mhm. weil heute gibt es so viel Freiheit wie noch nie, in keinem mhm. Jahrhundert zuvor. Zumindest hier im Westen und in vielen westlichen Ländern, auf jeden Fall, ja. Und es wird auch global besser. Die Gewalt nimmt zurück. Ja. Viel mehr Menschen haben genug zu essen und zu trinken. Die Armut nimmt ab. Also ja. Und das globale Bewusstsein ja. entwickelt sich. Und das spricht die Freiheit, die Menschenrechte. Mhm. Und das mhm. schwappt ja auch auf andere Länder über, die diese Entwicklung noch nicht ganz durchgemacht haben. Dieses morphische Feld beeinflusst ja alles. Und wir sollen mit positiver ja. Kraft auch alles stärken, weil auf jeden einzelnen Funken kommt es an, auf dein persönliches Licht. Mhm. Mhm. Lass dein Licht leuchten, indem du als Vorbild
als liebevoller Mensch durch die Welt gehst, weil lieben bedeutet, Dinge erkennen, niemals Probleme unter den Teppich kehren. Es bedeutet, sie zu verstehen, die Zusammenhänge, die Ursachen, entsprechend sie auch anzugehen, nicht sie abzusitzen. Mhm. Es geht um lösungsorientierten, kraftvollen Menschen. Das ist für mich Spiritualität. Und nicht nur in der Angst zu sein und oder von einem Paradies zu träumen. In dir ist das Wunder. Und lieben bedeutet, vergeben zu können, Gnade walten zu lassen. Das gibt doch, dieses Befreiungsschlag gibt doch Vertrauen und lässt uns mutig nach vorne schauen, unserem Vision, ihrem Geist folgen, denn wir sind Macher, wir sind keine Opfer. Und das wiederum hilft uns, Altes, Belastendes loszulassen, und dann merken wir, wow, wir sind gereift und wir sind heute noch liebesfähiger, wir fühlen uns noch liebevoller, liebenswerter und können auch eben auch die Hand unseren Mitmenschen reichen. Denn es ist tatsächlich so, die ganze Welt ist ein Spiegel, so wie auch in der Erziehung. Nicht umsonst können die Eltern ihren Kindern am schwersten das verzeihen, was sie ihnen selber an Verhaltensweisen anerzogen haben. Es ist purer Spiegel. Ja, und deshalb das, was gute uns tangiert, sollten wir transformieren. Denn ein Mensch, und darum geht es ja um die Reife, es geht nicht um irgendeinen heiligen Schein. Ja. Es geht einfach darum, ihm hier und jetzt begegnen uns sowieso die Themen, an denen wir lernen dürfen, und das dann einfach positiv, optimistisch wirklich als Anlass zu nehmen, da weiterzugehen. Und stabil. Ja. Weil der Mensch ist dann gereift, wenn sein Vertrauen und sein tatsächliches Handeln im Alltag sich die Waage halten. Mhm. Sprich, es kommen doch jeden Tag Herausforderungen an. Zum Beispiel, die Partnerschaft muss sich ja immer auch weiterentwickeln im Mitgefühl, da sich was Neues einfallen lassen. Oder ich als Mutter muss mir auch jeden Tag etwas einfallen lassen, um in der Entwicklung des Kindes auch mit nachzugehen. Ja. Um damit eine Beziehung zu haben und nicht nebeneinander zu leben. Genauso auch in der Berufung. Ich persönlich, gehe meiner spirituellen Berufung mittlerweile seit 16 Jahren nach. Ich wollte nur mal kurz sagen, ich weiß, die Zuschauer sagen immer, ich soll nicht so oft unterbrechen. Oh. Aber ich traue mich, das ist einfach, wir kennen uns gut wir genug. Wir sind Freunde. Was ich aber sagen wollte, ist, das ist schon immer lustig bei so Interviews, wenn wir so verbunden sind wie wir beide, dann habe ich eine Frage im Kopf und du beantwortest sie schon, ohne das dass ich stelle. Das ist großartig. Das soll einem Zufall. Gerade wollte ich nämlich diesen Bogen schlagen, wollte nochmal fragen, jetzt nochmal zu dir persönlich. Wie setzt du das um mit dieser besonderen Verantwortung, die du auch im Äußeren hast? Das ist dann, viele Menschen wenden sich an dich. Du musst ja authentisch sein in dem, was du tust. Wie bleibst du in deiner Mitte, in deiner Klarheit? Und ich weiß, ein gewisser Ausgleich ist dein Familienleben. Es ist ja auch wunderbar, das zu haben. Aber wie schaffst du das? Hast du besondere Übungen? Gibt es da besondere Tipps, die du uns auch weitergeben kannst, die uns helfen, noch klarer auch in unserer Aufgabe zu sein, wenn wir komplexe Aufgaben haben und selbst, wie wir schon gesagt haben, Vater sein, Mutter sein, ist eine Lebensaufgabe. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja ein Kind der heutigen Zeit und auch eine moderne Frau. Ich habe von den Engeln auch von Anfang an lernen müssen, dass je feingeistiger ich werde, je mehr ich Wissen erfahre, umso geerdeter muss ich auch sein. Und das bedeutet, umso glücklicherer Mensch, ne, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht in der Welt und tatkräftig ist. Und in meiner 16-jährigen Berufserfahrung habe ich mich Folgendes. Ich habe mein spirituelles Wissen erforscht durch Gespräche mit den Engeln, die ich täglich praktiziere. Und durch mein hellsichtiges Betrachten, Schauen in die geistigen Sphären hinein, bis in das Urlicht, das Göttliche. Und durch die vielen Fragen der Menschen in meinen Seminaren, die tausendfach mir begegnen, bin ich inspiriert, noch weiter zu schauen, noch mehr meinen Horizont zu erweitern.
In diesen 16 Jahren hat sich damit ein kosmisches Wissen in mir verdichtet. Und dieses Kosmogetik-Healing-Wissen habe ich mittlerweile in 13 Büchern zusammengefasst. Mhm. Das 14. entwickelt sich gerade. Und dort stelle ich den Menschen immer in den Mittelpunkt. Und das allererste, was ich mit meinen Kursteilnehmern mache, ist, ihnen beizubringen, sich selbst wahrzunehmen. Seinen Atem wirklich zu vertiefen, Liebe in sich zuzulassen, wahre Liebe, nicht Euphorie oder Vorstellung. Mhm. Und selbst ich merke, wie ich daran immer wieder erinnert werden muss. Natürlich. Natürlich. Man hätte es so gerne schon implementiert, aber man muss daran erinnert werden. Aber es wird immer besser. Ja, es wird richtig. Immer besser. Ja. Und das Dritte in der Selbstwahrnehmung, eben geistige Klarheit. Ne? Nie sich überrollen lassen von seinem grüblerischen Gedankengut. Aus der Selbstwahrnehmung heraus gehen wir in die geistige Anbindung durch die Gebetspraxis. Egal, ob man klassisches Gebet benutzt oder frei, ich spreche immer frei vom Herzen, so wie die Engel mir das beibringen. Nach dem Gebet, nach der geistigen Verbundenheit, gehen wir in die Intuitionsschulung. Zuerst absolute Selbstannahme, dass deine Intuition stark ist, dass du verstehst, wir erreichen dich höhere Kräfte, kluge Kräfte über Geistesblitze, Hellwissen, über emotionales, liebevolles Empfinden, Hellfühlen, dass du dich von deinem Schutzengel eingehüllt fühlst. Beziehungsweise über die Hellsichtigkeit, es gibt ja unzählige Grade der Hellsichtigkeit, ne? Man kann so gucken oder eben wie hoch guckt man, ist der Unterschied. Mhm. Wie viel brauchst du für deine Lebensaufgaben? Wieder das auch. Ist ja dann wiederum ja. ausschlaggebend. Und wenn man diese kreative Ader hat, muss man auch lernen, damit umzugehen. Denn sonst kann man ja sein Talent nicht umsetzen. Mhm. Noch kein Meister ist vom Himmel gefallen, wir haben ein Potenzial und erstmal setzen wir uns mit dem inneren Potenzial auseinander. Nach der erfolgreichen Intuition gehen wir in die Selbstüberprüfung hinein, weil vieles wird ja auch eingebildet oder durch Prägungen sich eingeredet. Aber das, was im Leben einen nicht weiterbringt, nicht umsetzbar ist, kann auch nicht Wahrheit sein. Mhm. Das, was im Leben für gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbar ist, kann auch nicht wirklich Wahrheit sein. Es ist immer so dann Halbwahrheit, halbherzig. Und das, was eben nicht liebevoll, vertrauenswürdig ist, dann ist das auch nicht der richtige Weg, der stimmige Weg. Und erst als wir uns in unserem Potenzial so schön vertieft haben, angekommen sind in uns, so wie es gerade machbar ist, erst dann gehen wir auch in die geistige Kommunikation, dass wir durch unser höheres Selbst, Geistesblitze, innovative Ideen für unser Leben erhalten. Und das ist natürlich spannend für Männer wie Frauen, für Menschen aller Berufsschichten. Und wir gehen in die geistige Wahrnehmung, ob es auf emotionale Art ist oder eben auf der hellsichtigen Weise. Hellsichtigkeit ist überhaupt keine Voraussetzung für die spirituelle Persönlichkeitsentwicklung, für ein gesundes, erfolgreiches Leben. Sehe ich auch so mittlerweile. Wird oft als großes Ziel und dann ist die Frage, warum hast du dieses Ziel? Was möchtest du eigentlich erreichen? Es geht um die Selbstannahme und es geht um Interesse der Welt gegenüber, um diesen Weitblick. Und ich bewundere Menschen, wenn ich solchen Menschen, die sind ja so Diamanten, eher Seltenheit leider, begegne, die so offen jedem und allem gegenüberstehen, nicht bewerten, sondern jedem ihre Wahrheit überlassen und sich spüren aber, was ist für sie inspirierend. Und erweitern wieder ihren Blickwinkel. Mhm. Und damit kommen sie immer, trauen sie sich, aus der Komfortzone hinauszugehen, zum Beispiel ein ganz neues Buch zu lesen, einen neuen Workshop zu besuchen oder ganz neu seinem Partner zu begegnen, anstatt ständig aufeinander einreden, einfach umarmen. Mhm. Manchmal ist weniger mehr. Und dann machen sie wirklich erlösende Erfahrungen. Die Erkenntnis, dass das Wunder innen ist. Und so, das sind innovative Menschen. Die sind wirklich auch Erfolgsmenschen, weil sie Liebe
zu allem empfinden, ohne eben abzuheben. Mhm. Und ja, das ist so faszinierend, da kann man auch von innen immer viel Inspiration holen. So wie ich dich seit 10 Jahren auch bewundere übrigens. Ich erinnere mich, wie wir uns in München über den Weg gelaufen sind vor 10 Jahren. Du hast mir von deinen Visionen mit Mystika erzählt, meinte ich, okay, interessant. Vor 10 Jahren war das ja ein absolutes Neuland. Und du bist dir treu geblieben, deinem Herzen gefolgt, deine Vision. Und mit deinem Mystika unterstützt du ja das erwachende Bewusstsein aller interessierten Menschen. Und das wiederum fördert ihre liebevolle Werte und bringt innovative Ideen, das Gute in die Welt hinaus. Also, Vorbild! Hey. Halleluja! Danke dir! Wir sind tatsächlich bald im 10-jährigen Jubiläum gelandet. Schon einige Jahre vorher haben wir schon ein bisschen angefangen, aber so vor 10 Jahren war es erstmals ein richtiges Magazin. Und in der Tat, ich bin unglaublich dankbar. Und klar, ich habe auch die Vision verfolgt. Obwohl ich manchmal dachte, ich habe viel zu wenig Disziplin, um dann auch mal auf dem geistigen Weg weiterzukommen. Und da wollte ich dich nochmal fragen, weil ich bewundere deinen Weg auch absolut. Es ist wunderbar großartig, wie konsequent du auch in dieser positiven Energie immer wieder Wissen weitergibst und vielen Menschen hilfst. Ich kann gar nicht anders. Ja, wunderbar. Aber hat das auch stark mit etwas zu tun, was man eigentlich gar nicht so gern hört, mit Disziplin? Wie siehst du das? Ja. Das hat mit meiner außergewöhnlich starken geistigen Anbindung zu tun. Doch dieses Talent diszipliniert fördere ich, indem ich mich regelmäßig auf die innere Ruhe besinne. Und damit gehört in meinen Alltag spirituelle Praxis, Routine dazu, dass ich morgens den Tag mit einer Meditation beginne, in der Regel 20 Minuten, 30 Minuten, an manchen Drehtagen wie heute dann ein paar Minuten, aber du bist direkt im Licht. Und auch in der Mittagszeit spüre ich so, wann sollte ich meine Lichtreserven wieder auffüllen und mich kurz mal zurückziehen, wieder zum Durchatmen kommen. Und genauso auch spirituelle Routine gehört für mich ein paar Minuten am Abend dazu. Diszipliniert setze ich mich hin und in Dankbarkeit schließe ich den Tag ab. Und dann gehe ich auch eben aufgeräumt in den Feierabend hinein. Dann kann ich auch meine Familie umso mehr genießen und auch besser schlafen. Ich muss schon sagen, ich bin schon immer ein disziplinierter Mensch gewesen. Also das toll. Kann ich nicht. Ja, wunderbar. Bei mir ist es immer so phasenweise. Ja? Manchmal lasse ich es total so egal und dann komme ich aber wieder aber in meine Energie. Aber das ist ja dein kreativer Geist. So ist es, genau. Also so, da gilt es halt auch darum, sich total so anzunehmen, wie man funktioniert. Ja. Jeder funktioniert man ein bisschen anders. Man fühlt sich ja immer auch anders. Ja, und damit ist das alles in Ordnung. Wichtig ist ja, wieder auf die Spur zu kommen. So ist es. Aber da der Fall besonders viel Energie verbraucht, sehe ich zu, dass die Tiefen möglichst ich vermeide, sondern eine Balance halte und dass die Entwicklung so stets aufwärts geht. Und diese Phasen wie Himmel hochjausen und zu Tode betrübt, ich vermeide. Hat man auch mal alles erlebt, muss nicht sein in dieser Intensität. Auf alles cool reagiere. Ja, schön. Aber es ist so, wie du das machst, ist das richtig. Wir können ja immer nur so, wie wir können. So, wie wir können und darum, das anzunehmen. Das ist ja die Selbstannahme. Da sich noch tiefer kennenlernen, so funktioniere ich, das sind meine Wellen, das ist okay. Klar, das ist aber Selbsterkenntnis. Diese Minuten sind für mich die Minuten der Stille im Alltag. Ja, und also wie findest du die? Finde ich absolut genauso. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. So ist es und das heißt in der Tat die Stille in mir, weil ich das eben so total schätze und immer wieder weitergebe. Ich kenne einige Kolleginnen von dir, von mir, die sind super fleißig und so, die klagen aber, weil sie ständig so im Stress sind. Und dann sage ich denen, nimmst du dir auch deine innere Ruhe täglich? Und manchmal sagen sie auch, danke, dass du mich erinnerst. Okay. in der Tat, es ist eigentlich so einfach, wenn man es sich daran gewöhnt, eben am Tag ein paar Minuten wirklich in die Stille zu gehen. Und das tut so gut. Und das ist
angeblich nichts tun, aber in Wirklichkeit ist es einfach im Herzen ankommen, in der Stille ankommen. Und dann gleicht sich vieles wieder aus. Ich kriege plötzlich Ideen, die ich so durch verflixtes Nachdenken nie herausbekomme. Nein. Das ist so der Weg. Ja. Und spielt für dich bei dieser inneren Stille, für dich als Mann, dieses Gefühl, dieser Zustand der Liebe eine Rolle, was ich als Frau natürlich sehr betone, aber wie ist das für dich? Was also, spürst du dann? Dankbarkeit, Frieden oder Liebe auf eine andere Art? Es ist, ich glaube, so die männliche Spiritualität, das ist auch typisch, ich bin so ein bisschen auch auf dem Weg des Advaita, da geht es um pures Sein, aber auch purer Frieden in der Wahrheit sein und durchaus auch in der Liebe sein. Aber Liebe ist dann, die kommt dann auch mit so, aber manchmal ist es dieser tiefe Friede, der so gut tut, also, aus dem alles strömt. Und dann ist es aber auch so, also es ist nicht so, dass ich konkret zu Engeln spreche, weil ich kann sie auch nicht so wahrnehmen, aber für mich gibt es die geistige Welt, was im Grunde ja ähnlich ist, mit den Jungs und Mädels, sage ich dann immer, verbinde ich mich sehr gerne und manchmal kriege ich auch eine Antwort, wenn ich eine besondere Frage habe und manchmal auch nicht. Und so, also ich stelle fest, ich komme in dieser Stille voran und in eine wirkliche Kraftquelle, so haben mir die Engel das beigebracht, indem ich zuerst Selbstliebe spüre, mein Herz zu mir öffne. Das stimmt, das ist oft der das erste ist der Schritt, Anker. Sich erstmal selber mit allem anzunehmen, wie ich da gerade so sitze, was gerade los spüren, ist. Richtig. Ich liebe mich. Richtig. Und das ist keine Selbstverliebtheit, jetzt komme ich, sondern das ist diese stille Kraft. Ich komme bei mir an und damit schade ich ja niemandem, sondern ich komme in meine Kraft und aus der Selbstliebe heraus bin ich in dieser göttlichen Allliebe. Denn erst wenn ich mich in Einheit fühle mit dem großen Ganzen, habe ich ja auch dann die Ideen und die Kraft und die Bereitschaft, umso mehr in Nächstenliebe nach außen zu gehen, sei es in meine Familie, die ja auch froh sind um meine Harmonie, oder in mein Team, in mein Seminar, in ein Gespräch. Also das ist für mich, möchte ich betonen, die Selbstliebe ist der Anker, die Verbundenheit mit der göttlichen Allliebe ist erweitert die Kraftquelle und daraus sind wir Lichtträger in der nächsten Liebe in der Welt. Und das ist für mich dann die Einheit. Aber diese Schritte nacheinander ist meine Erfahrung. Wunderbar. Also, wow. Also ich würde sprechen sagen, wir auch für Männer. So, ja, also Männer, aufgepasst, so geht's. Ich danke dir sehr. Ich danke ein ganz dir. Tolles Gespräch. Ich wusste, ich werde mich nicht vorbereiten, sondern wir sind im Flow und genauso ist es. Wunderbar. Vom Aber Herzen es wird noch ein zweites Gespräch geben, denn wenn wir die Ehre haben, dass du hier im Studio bist, da machen wir weiter. Ich danke Unbedingt. Dir. Alles Gute dir. Alles Gute dir, Thomas. Schön. Alles Gute Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, probieren Sie es mal aus mit dieser Art der Meditation. Wunderbar. Selbstliebe. Sich auch spüren, fühlen, ist auch ganz wichtig. Geistige Welt. Schauen, was passiert. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.